Huhuhuhu, jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Heute spielen wir mal Stufe 4er und zwar einen Valentine als Stock-Variante. Und der gute Pufior, der sitzt hier in diesem Panzer und spielt ihn. So, es ist, er ist Top-Tier hier in einem 4-3er-Match. Oder 15er. Und ja, was macht er? Er fährt erstmal Richtung Stadt. Ja, Panzer 1C, cleveres Kerlchen hier. Whatever. So. Weil der Valentine relativ gut gepanzert ist, sag ich mal, für seine Tierstufe. Und damit kann man auch, gerade wenn man den Valentine 2, der Valentine 2 ist ja der Premium-Panzer, kennt ihr sicherlich auch alle. Und der ist ja auch sehr, 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 sehr gut gepanzert. Mittlerweile, jetzt wo die ganzen neuen Nationen dabei sind, hat auch der ein bisschen gelitten. Also er ist nicht mehr ganz so OP wie damals, sag ich mal. Wenn man den Valentine 2 mit Gold gespielt hat, also da, Wahnsinn. Da hatte kaum einer eine Chance. Das ist genauso dieser Panzer, wie hieß der noch? 2J, 2G oder so von den Deutschen. 2J, glaube ich. 2J, 3J. Der damals auch einfach ein Monster war und heute, ja, ist er immer noch gut, aber egal. So, das lassen wir mal eben ganz kurz in eigener Sache. Falls ihr natürlich ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, dann lasst es mir gerne zukommen. Entweder über meine E-Mail-Adresse rob2k@web.de findet ihr in den Kanaleinstellungen. Schreibt bitte in den Titel rein, nur ganz kurz, WOT Replay oder Replay WOT, denn das ist auch meine Spam-Adresse. Wenn ihr da jetzt irgendwie einen ellenlangen Text reinschreibt oder irgendwas anderes, kann es sein, dass ich das lösche. Und wenn ihr keine Antwort bekommen solltet, also ich antworte auf jede Mail, wenn ihr keine bekommen solltet, schickt es mir bitte nochmal, dann habe ich es wahrscheinlich doch aus Versehen irgendwie gelöscht oder keine Ahnung, übersehen. Ist auf jeden Fall nicht böse gemeint, schickt es einfach nochmal, dann ist gut. Oder aber schreibt mir ingame eine Nachricht, entweder mit dem Link oder einfach mit hier kommen. So, jetzt aber auf jeden Fall müssen wir mal hier ein bisschen zugucken. Er hat schon 6 Treffer gelandet, hier Treffer Nummer 7. Und nimmt hier den 10 TP auf jeden Fall erstmal. Ne, er kriegt vom 10 TP und hat, wen hat er kaputt geschossen? Den 14 TP, so rum. Ha. Mann, also, ich sag mal, die Namensgebung der neuen polnischen Panzer, die ist sehr, also einfallsreich würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, sagen wir es so. Und da kommt man locker mal durcheinander. Und wie gerade geschehen, deshalb, ja, wie gesagt, seid mir da nicht böse, das habe ich alles noch nicht so drauf. Die sind ja noch relativ neu. So, er hat hier schon 290, 360 Schadenspunkte jetzt gebaut, 637 gemacht aktuell, ein Kill. Und ja, ihr seht, wie hier die polnischen Panzer einfach ihre Probleme haben. Er kriegt hier von allen Seiten, von da drüben kriegt er auch noch irgendwo aus dem Nichts, beziehungsweise nicht aus dem Nichts, sondern von einem nicht gespotteten, haut hier den Schaden auf jeden Fall locker raus, steckt ordentlich was ein und ihr seht schon, wie ich am Anfang sagte, der Valentine und auch der Valentine 2, die sind monstermäßig gepanzert, also für ihre Tierstufe sehr, sehr gut. Und ja, dadurch, dass hier natürlich, ihr seht, fast alle Gegner, die schießen hier auch einfach nur mit Standardmunition und haben da kaum eine Chance. Er hat, wenn wir jetzt unten links mal gucken, von Treffer 4, eigentlich schon von Treffer 3 bis Treffer 15 sind alle gebounced oder Critical-Treffer, aber keiner, der Schaden gemacht hat. Und selbst der Panzer 3E, der hat zweimal mit APCR geschossen, einmal Critical getroffen und einmal gebounced, aber halt auch der hat keinen Schaden rausdrücken können. Das ist schon echt krass. Und ja, ihr seht hier, er macht immer fleißig weiter, schießt hier mit Standardmunition und hat auch gar nichts anderes dabei. Ja, dementsprechend ist er jetzt bei 1148 Schaden aktuell. Man darf nicht vergessen, das ist eine Stufe 4 Runde, ne? Er ist zwar Top-Tier, aber Stufe 4, da soll man erstmal an die 1000 oder über 1000 Schaden machen. Also, ja, einige, die machen das natürlich regelmäßig, klar. Aber ich sag mal, so standardmäßig ist das jetzt nicht unbedingt, also schon eine sehr, sehr gute Runde hier. Was man auch oben links an der WN8 sehen kann, sie ist mittlerweile lila. 10.660 hat er hier bisher. Und es sind ja noch 4 Panzer da. Mal gucken, ob er noch... Ja, tatsächlich, guck mal, da fährt die 6. Zack, Panzer auch nicht durchschlagen. Das bei einer Artillerie. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Die 6. hat sogar eine Fußballtarnung drauf.
Sehr geil. Jetzt kettet er sie tatsächlich und kann hier sogar noch die Sechsten rausnehmen. Sehr, sehr schön. Und ja, wir gucken mal, was da, ob da vielleicht noch was geht, weil es sind jetzt noch 13 Sekunden. Zwei seiner eigenen stehen halt für ihn leider im Cap und Cappen. Aber eventuell kann er hier noch seinen, ja, mal gucken, seinen sechsten Kill rausholen. Wer weiß, wer weiß. Einer ist rausgefahren. Ne, der eine ist kaputt geschossen worden. So, dementsprechend hat er jetzt noch mal ein klein bisschen mehr Zeit. Und da kommt ein anderer Valentine 2. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Den möchtest du nicht. Ah, guck an, 14 TP. Schnell, schnell, schnell. Hol ihn dir, hol ihn dir. Nein, Abpraller. Oder was auch immer. Auf jeden Fall kein Killshot. Und jetzt steht es hier 12 zu 13. Der 14 TP von der Gegnerseite macht hier das einzig wahre und richtige. Er lässt sich nicht nochmal zeigen. Doch, er kommt nochmal raus. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass der nochmal so mutig ist und mit seinen 14, 13 HP da um die Ecke guckt. Der 14 HP, 14 TP mit 13 HP. Mann! Alter Schwede. Und jetzt hätte er sich wahrscheinlich gewünscht, er hat trotzdem noch ein bisschen Premium-Munition dabei. Denn für diesen Valentine auf der Gegnerseite, der ist zwar One-Hit, aber da muss er erstmal durchkommen. Das ist nämlich das Problem. Der Valentine und der Valentine 2 übrigens auch, deshalb muss man den auch gerne mit Gold fahren. Die haben keine guten Kanonen. Ah, guck mal hier, da holt er sich den Krieger und jetzt, jawoll, auch noch den siebten. Und jetzt kann er noch mit ein bisschen Glück vielleicht sogar noch die Radley Walters rausholen hier. Wir gucken uns das einfach mal an. 1314 Schaden, 955 Schaden geblockt. Das ist schon echt ein bisschen krass. Da steht der IKV. So, komm, Hetzer. Sein Freund. Fahr nicht vor. Nein, Hetzer, komm. Tu es nicht. Hetzer, Hetzer, lass es bleiben. Hetzer. Oh. Hetzer. Mach es nicht. Hetzer. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Sei ein lieber Hetzer. Sei ein lieber Hetzer. Der gute Puffio hätte gerne. Ja, guck mal, er schreibt es auch, Hetzer, stop, please. Ich hätte den Hetzer weggeballert. Obwohl, ne, hätte er auch nichts gebracht. Und er macht es tatsächlich. Er holt hier die Radley Walters. Und er hat es auch geschrieben, give me 8 frags. Und hat sich sogar bedankt dafür. Das ist auch, das kann man auch gut so machen. Und ja, das war natürlich ein sehr, sehr geiles Replay. Da müssen wir mal eben reingucken hier in die. In die Auswertung. Er hat das Ding natürlich mal eben locker flockig gemeistert. Hat hier noch den Schläger bekommen, den Duellanten bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, Kugelsicher bekommen. Hat hier Cool-Headed bekommen. Also 10 Bouncer oder mehr halt, ne, in einer Reihe. Das natürlich auch, kann man mit dem gut machen. Stahlwand hat er bekommen, klar. Großkaliber und hier die Top Gun. Und die Radley Walters wird gar nicht mehr angezeigt. Warum auch immer, keine Ahnung. Gibt es sie auf der Stufe noch nicht? Ich weiß es gar nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall gucken wir mal hier eben rein. Er hat 1421 Schaden gemacht und der Jagdpanzer dahinter, der hat mal eben, also der Hetzer, ne, hat mal eben 1100 gemacht, das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber hier 1159 Basiserfahrung. Coole Sache auf jeden Fall. Glückwunsch dazu. Und im Detailed Report gucken wir mal, er hat 49 Mal geschossen, 39 Treffer, davon sind 32 durchgegangen. Das ist eigentlich noch ein relativ guter Wert, sag ich mal. Weil Valentine, wie gesagt, der hat keine gute Kanone. Da hat er eigentlich Glück gehabt, dass er so viele leicht gepanzerte Fahrzeuge auch hatte. 1421 Schaden hat er rausgehauen, 19 Treffer bekommen und davon ist einer durchgegangen. Er hat 18 Abpraller oder sonst irgendwas gehabt. Wahnsinn. Richtig, richtig krasser Wert hier. 955 Schaden geblockt, das hatten wir gerade eben auch schon gesehen. Hat drei Gegner gespottet, hat 10 beschädigt, 8 zerstört und jo, ist 1,78 Kilometer gefahren. Das ist für einen Valentine auch nicht so schlecht gerade, weil der auch ein bisschen lahmarschig ist. Und ja, das Ganze ging 7 Minuten, 17 Sekunden und hier könnt ihr nochmal die Erfahrung sehen. Ja, vielen Dank, dass ich das zeigen durfte. Ich hoffe, dir und euch hat es gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr ein Video habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben möchtet, dann lasst es mir gerne zukommen, entweder über die E-Mail-Adresse, die ihr in den Kanalbeschreibungen findet, oder schreibt mich einfach an. Ich bin raus, bis demnächst und ciao, ciao.